Ja, ihr Lieben, nach dem längeren Kanal-Intro, was ich jetzt gerade oder Video, was ich gerade eben schon gedreht habe, ich bin mal wieder in wunderschönen Ittenbach in Königswinter bei Bonn und habe jetzt hier ein 22er Modelljahr Solifair City 600 stehen. Das ist das Basisfahrzeug. Der hat eine vernünftige Grundausstattung, ist citytauglich mit 6 Meter Länge. Und ist basierend auf dem aktuellen Fiat Ducato Modell. So, ich führe euch gleich mal rum. Wir fangen an mit einer Außenansicht und danach gehen wir dann nochmal hinein ins Fahrzeug. Und im Anschluss zeige ich euch dann das 640er Modell, gleiche Farbe, auch 22er Baujahr. Und dann zu finden hier beide Fahrzeuge hier in Ittenbach bei Müller Motors. Also, bleibt dran, bis gleich, viel Spaß. Ja, Camperfreunde, da ist er also, der City 600 von Solifair, 22er Baujahr. Gesamtlänge des Fahrzeugs, ich muss hier mal ein Stück den Hang rauf, 5,99 Meter, also unter 6 Meter, perfekt für die Innenstadt. Höhe 2,67 und die übliche Breite des Ducato. Das Fahrzeug ist hier in einer Basisausstattung, immer noch voll wintertauglich. Aber man merkt halt auch, beim 22er Baujahr sind die Preise angestiegen. Das Fahrzeug, so wie es jetzt hier steht, kostet 64.702 Euro. Das ist eine Menge Geld. Aber wir bekommen halt die gewohnte Solifair-Qualität. Hübsches Grau, sehr unauffällig. Auch die schwarzen Fenster fügen sich da sehr gut ein. Das sind Rahmenfenster von Seitz. Wir haben hier die üblichen Anschlüsse. Jetzt gehen wir mal außen rum. Er hat ein Querbett hinten und ich mache euch jetzt mal hier die Tür auf, damit ihr mal reingucken könnt. So. Hier haben wir also, das Fahrzeug ist noch nicht mal komplett ausgepackt. Wir sehen die Matratze da oben noch zum Teil, Zusatzkissen. Dann haben wir hier den Gascontainer. So, da knirscht die Dichtung. Da gehen zwei Flaschen rein. Zusätzliche Türen und Fächer hier. So, dann haben wir auf der Seite hier Wasserpumpe, Wassertank. Ja, da kann man auch noch mal ein bisschen gucken. Da kommt man oben über den Lattenrost rein. Hier ist die Verteilung. Da der abgetrennte Garagenbereich, die Treppen kann man rausnehmen. Und dann haben wir halt hier oben, schauen wir ruhig von hier hinten mal rein, Schränke, Ablage und oben im Dach das kleine Heki. So, dann haben wir auf der Seite Steckdosen, Lichtschalter. Schauen wir mal auf der hier. Ja, das hier ist Licht. Und da drüben ist dann Steckdose und auch nochmal zwei Lichtschalter. So, dann haben wir hier oben unter dem zentralen Schrank an der Tür die USB-Steckdosen. Und das Ganze ist halt ja auf Wagenbreite. Das heißt, wahnsinnig viel länger als 1,80 sollte man hier nicht sein. Und jetzt nehme ich euch mal mit hinein in die gute Stube. Hier ist der zentrale Wasserzulauf. Und wie gesagt, also dieses dunkle Grau, ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ob sich das sehr aufheizt im Sommer, vermag ich noch nicht zu sagen. Gucken wir mal den gesamten Einblick hier. Das ist eigentlich der übliche Stil, den wir auch schon im letzten Jahr hatten. Auch der Boden sieht sehr ansprechend aus. Dann natürlich wie üblich Feuerlöscher,
elektrischer Trittstufe. Und wir haben hier den Küchenblock zum Öffnen. Ich ziehe mal meine Kameratasche an die Seite. Jetzt gehen wir mal rein. Ich mache mal die Küche gerade ein bisschen auf, dass man da rankommt. So, und damit das Licht nicht so blendet, machen wir noch die Tür zu. So, schaut mal, hier haben wir das Waschbecken, den Wasserhahn zum Klappen. Das ist schön gemacht. Dann habe ich hier entsprechend zum Aufklappen mit dem Sicherungshebel hier oben. Moment, so. Einmal da und schon habe ich einen guten Zugriff auf den zweiflammigen Gaskocher. So, der hat natürlich eine Piezo-Zündung, einen abnehmbaren Rost. Und wenn man das Ganze jetzt wieder zumacht, zuschiebt, dann ist der Eingangsbereich auch wieder ein bisschen größer. Hier haben wir jetzt einen Apothekerschrank. Ja, darunter nochmal ein Schublädchen mit Müllsystem. Und einzelne Schubladen, natürlich alles mit Softclose. Die sind auch relativ groß, also da passt einiges rein. Und dann haben wir oben drüber auf Griffhöhe den Kühlschrank. Jetzt muss ich mal hier rumschwenken, dass ich selber rumkomme. Der ist klein und überschaubar. Aber die Tür ist so breit, dass man da, wie ich immer gerne sage, große Colaflaschen oder ähnliches reinkriegt. Zwei Obst- und Gemüsekörbe, drei Einlegeböden und oben ein kleines Gefrierfach. Reicht für Eiswürfel, eine Eispackung oder ähnliches. So, dann darunter direkt Kleiderschrank mit einem Hänger, klein aber fein. Der Einlegeboden ist natürlich rausnehmbar und auch hier Soft Close. Jetzt gehen wir noch mal ein Stück zurück über die Küche. Da haben wir auch noch mal ein kleines Fach, da passt auch noch mal ein bisschen was rein. Und wenn wir uns jetzt umdrehen, haben wir hier schon die ID Switch Kontrolleinheit, daneben die iNet von Truma. Temperatursensor, Ablegemöglichkeiten hier. Hier oben ist die Verblendung, wo normalerweise ein Skyroof rein könnte. Dann hier nochmal eine Ablage. Und jetzt schwenke ich euch mal gerade durchs Cockpit. Upsa, ein Tick zu weit, zu schnell. Das ist das moderne, neue Fiat Cockpit mit den Basissystemen drin, Tempomat, Telefoneinheit vorne. Also das ist schon der neue Ducato jetzt. Man sieht das hier auch an den schönen Luftauslässen. Das ist alles runder geworden. Hier gibt es jetzt auch diese Einbaulösung mit einem geschickten Rahmen. Einmal 12 Volt, einmal USB, Flaschenhalter, Ablagemöglichkeiten, Captain Chairs natürlich. Auch hier wieder meine Kameratasche. So, und wenn wir uns jetzt hier umdrehen, haben wir hier oben nochmal großer Stauraum. Hier ist die Dokumententasche schon mal drin. Das sieht mir noch nach einer Jacke oder einer Decke aus. Da haben wir den Fernsehanschluss. Ja, und Kabeldurchführung. Auch schön gemacht. Auch hier wieder Licht. Dann haben wir hier eine Textilabdeckung. Das finde ich sehr angenehm, weil das schön weich ist. Da kann man sich ganz gut ankuscheln sozusagen. Und wir haben hier wieder zwei Zusatzgurte, wo man sich dann auch vernünftig anschnallen kann bei der Fahrt. Der Tisch mit einem Drehelement unten drunter. Ich muss gerade mal gucken, wie ich das ausdrehe. So. Komme ich da mit einer Hand dran? Nee, komme ich nicht. Also den kann man entsprechend ausdrehen. Schauen wir mal gerade von der Seite, dann seht ihr, wie groß die Arbeitsplatte an der Stelle ist, die man dann noch rausdrehen kann, sodass auch der Beifahrer einen gescheiten Zugang hat zum Tisch. Man kann ihn natürlich auch unten abhängen, da unten einhängen,
und hat dann die Möglichkeit, hier nochmal eine Schlafmöglichkeit, eine kleine zu bieten. So, dann haben wir hier noch ein Fach im Boden. Da passen Schuhe und ähnliches rein. Das ist gut gemacht. Und wir haben hier die Heizung hinter. So, Heizung, Elektrik, das ist hier alles zentral geregelt. Da kommt man auch gut dran. Also das ist wirklich schön gelöst. So, dann sind wir ja schon. 6 Meter ist nicht viel Platz. Deswegen geht das hier alles ganz schnell. Hier ist das Bad. Wir haben hier also einmal die Dusche mit einem Handtuchhalter und natürlich oben kleines Mini-Hickey. Hier unten ist dann aber noch mal ein Fenster. Die Toilettenbank wird bei Bedarf in den Raum geschoben oder gezogen, besser gesagt. Und hier haben wir ein Klappwaschbecken. Das ist durchaus alles simpel, aber gut gelöst, weil ich dadurch natürlich hier auf minimalstem Raum eine vollwertige Dusche habe. Jetzt schwenke ich das mal gerade hier so rum und dann schieben wir mal den. Muss ich hier irgendwas drücken? Ne, den kann ich so schieben. So, dann kann ich das darüber schieben. Hab dann hier noch mal Ablage. Also da kann ich den Spiegel beliebig hin und her schieben. Und ich habe hier halt eine Lamellentür, mit der ich dann das Bad entsprechend vom restlichen Raum abtrenne. Platz reicht, um da drin zu duschen, auch für mich. Ich bin ja noch nicht gerade der Kleinste und auch nicht der Schlankeste. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Schrank. Das ist ganz klein und dünn. Aber wir gucken mal rein. Auch da natürlich noch mal eine Stange. Und da kriege ich auch noch mal 2 Jacken rein, würde ich sagen. Viel mehr wird das da nicht werden. So, jetzt sind wir noch mal von innen über dem Schlafbereich. Ich mache mal gerade hier auf. Und hier ist sehr viel Platz. Also da hat man den restlichen Platz sozusagen auf der Breite des Bettes. Das sieht mir nach 1,40 aus. Da habe ich überall noch mal oben drüber Stauraum. Klack, natürlich auch Softclose. Auch hier noch mal entsprechend. Da oben geht ein bisschen Platz ab, aber da sind die Verschlussmechanismen von den Türen hinter. So, auch hier könnt ihr sehen. Also da kriegt man ein paar Klamotten rein. Wir haben hier eigentlich für einen Wochenendcamper oder für unter der Woche mal durchaus ausreichend Platz. Ja, so viel zum City 600. Ich muss zugeben, ich habe so ein bisschen die Preisvergleiche aus dem Kopf. Muss mich da wieder mit einarbeiten. Ich finde das Fahrzeug wie immer von Solifair sehr gut verarbeitet. Kühles nordisches Design muss man mögen. Platz innen drin ist genug. Ich habe über meinem Kopf nochmal, ja, ich würde mal sagen, 5, 6 Zentimeter. Ich bin 1,87, also das Fahrzeug wird 1,90, 1,92 Innenhöhe haben. Es ist eine weiche Verkleidung an der Decke. Ja, da ist so ein bisschen Stoff oben drauf, also ist alles ganz schön gemacht hier. Hinten ist eine reine Kunststoffverkleidung mit Ausnahme Kopfteil und Fußteil. Da muss man halt gucken. Wie gesagt, Länge circa 2 Meter. Ich denke mal, das Bett wird insgesamt ja eher 1,80 sein. Nicht 1,80, 1,90. Also nichts für ganz große Leute. Ja, schauen wir mal, wie der 640er aussieht. Bis dann erstmal.